Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video befassen wir uns mit Containern und mit VMs, wobei der Fokus hier eher auf den Containern ist. Das heißt, in dieser fünften Vorlesung schauen wir uns an, was ist der Unterschied zwischen einer VM und einem Container? Dann schauen wir uns an, wie Container, und zwar werden wir uns Docker anschauen, wie das genau funktioniert, was die Best Practices sind. Dort habe ich bereits in der Sektion in the News bereits angetönt, dass es eben dort Best Practices gibt und die werden wir uns genauer anschauen. Und am Schluss werden wir uns noch zusammen ansehen, wie man mehrere Docker-Services laufen lassen kann, und zwar mit Docker Compose, wie man dann zum Beispiel ein Backend, ein Frontend, eine Datenbank oder einen Load Balancer hochfahren kann. Bei der Virtualisierung geht es darum, dass man eine virtuelle Maschine erstellt, sodass sie aussieht wie eine reale Maschine mit einem Betriebssystem. Einen guten Überblick gibt es wie immer bei Wikipedia, hier eine Übersicht oder ein Einstieg in die Virtualisierung. Ich werde hier nicht auf alles eingehen, vielleicht ganz kurz Full Virtualization, Paravirtualization. Hier braucht man dazu Hardware-Unterstützung und alle modernen Rechner, die man heute kauft, haben diese Hardware-Unterstützung. Bei der Paravirtualisierung braucht es noch die Unterstützung vom Betriebssystem. Da müssen noch ein paar Modifikationen gemacht werden, aber heutzutage kann man mit jeder modernen Hardware eigentlich mit einer, also die im Prozessor eine Möglichkeit zur Virtualisierung hat, dort kann man dann die Hardware vollständig abstrahieren. Wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang, das ist die Hostmaschine, dort läuft die virtuelle Software, das heißt das Management, um diese virtuellen Maschinen zu managen, das läuft auf der Hostmaschine und man hat dann die Guestmaschine und dort laufen dann die virtuellen Betriebssysteme. Das kann ein Betriebssystem sein, das können mehrere nebeneinander sein. Da werden wir gleich uns noch eine Grafik anschauen, wie das aussehen könnte. Für so eine virtuelle Maschine, die läuft auf einem Hypervisor, nennt man auch Virtual Machine Monitor oder auch Virtualisierer. Und dort gibt es zwei Typen von Hypervisors. Da gibt es auf der einen Seite gibt es diesen Type 1. Dieser Hypervisor läuft dann direkt auf der Hardware. Und auf diesem Hypervisor können dann Betriebssysteme installiert werden. Wenn man jetzt mit seinem Desktop mit Virtualisierungssoftware, VMware, VirtualBox, Parallels herumspielt, dann spielt man meistens, oder man braucht es, dann braucht man häufig den Typ 2. Man hat die Hardware, man hat dann das Betriebssystem, das kann Windows sein, das kann Linux sein, da läuft dann VirtualBox und auf der VirtualBox kann man dann ein beliebiges Betriebssystem installieren. Das sind die zwei Typen. Ich persönlich habe ausschließlich Type 2, also diesen Typ verwendet, dem bin ich noch nicht begegnet. Also ich habe es noch nie aufgesetzt, begegnet bin ich dem schon. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf Amazon eine Instanz, eine EC2-Instanz hochfährt, dann haben die das mit Xen gemacht. Xen, hier noch die Webseite dazu, so sieht es heute aus. Ganz interessant dazu auch, wie es früher ausgesehen hat. Das ist ein Artikel schon eine Zeit her, wo die Amazon Engineers beschreiben, wie sie EC2 gebaut haben. Und da eben sagen sie, dass sie das mit Xen gemacht haben. Und dort hat es einen ganz spannenden Link. Das ist dieser Artikel hier, 2006, ist auch schon, hat auch schon ein gewisses Alter.
Und hier beschreiben sie, dass sie das eben mit Xen gemacht haben. Man geht dann auf diese Seite, da hat man dann schon wieder ein paar nostalgische Gefühle, wenn man sich diese Webseite ansieht. Wenn man dann auf Downloads oder weiter links geht, dann wird man auf die heutige Webseite dann verwiesen vom xenproject.org. Genau, also ich selber nie aufgesetzt, aber brauchen tut man es eigentlich sehr häufig, vor allem bei den Cloud-Anbietern. Dort werden diese Type-1-Hypervisors eingesetzt. Das habe ich bereits schon angetönt, und zwar, wenn man moderne Hardware verwendet, kann man, ohne dass man die Software modifizieren muss, eine VM laufen lassen. Das hat auch mein alter Rechner hier, auf dem ich diese Aufnahmen mache. Dieser Rechner, der ist 2011 erschienen, also sehr, sehr alt. Und dieser hat auch schon die Möglichkeit, dass ich VMs laufen lassen kann, ohne dass ich die Software dazu anpassen muss. Das heißt Full Virtualization, wenn wir wieder hier zu diesem Artikel gehen. Das hier. Um das betreiben zu können, braucht es bei AMD V-Extension und bei Intel die VTX-Extension. Wichtig bei der Virtualisierung, dort braucht es die gleiche Architektur. Das heißt, wenn ich ein Betriebssystem laufen lassen möchte in einer virtuellen Maschine, dann brauche ich ein Betriebssystem, welches für den gleichen Prozessor gedacht ist. Also ich habe jetzt ein Intel X64, eine X64-Architektur. Also wenn ich Windows laufen lassen möchte oder ein anderes Linux laufen lassen möchte, dann muss es für die gleiche Architektur kompiliert sein. Mit der Hardware-Erweiterung werden dann die Befehle durchgereicht. Man schaut, dass man eben den Speicher soweit auch isolieren kann. Das heißt, dass die VMs sich nicht in den Speicher schauen können. Umgekehrt, also das wird geschaut, dass das Mapping sauber ist. Aber sonst können die Befehle eigentlich durchgereicht werden. Und eben wenn diese Befehle dann für eine andere Systemarchitektur entwickelt worden sind, dann läuft es nicht. Wenn man so etwas braucht, dann muss man emulieren. Und zwar kann man das mit QEMU, das ist ein bekannter Emulator, wo man diverse Betriebssysteme emulieren kann, ist auch dementsprechend langsam. Interessanterweise, der neue Apple-Chip, der M1-Chip, der kann auch x86 ausführen, hat einen eingebauten Emulator, einen sogenannten Emulation-Mode, und der ist in der Hardware und relativ performant. Wenn man es eben in der Software macht mit QEMU, dann ist es doch relativ langsam. Ich habe hier auch ein Beispiel vorbereitet. Mal sehen, wie schnell das auf meinem Rechner ist. Wie gesagt, auf diesem Rechner, wo ich hier die Aufnahmen mache. Dieser Rechner ist schon sehr alt. Also der Prozessor ist 2011 erschienen, ist ein 4-Core irgendwas, also sehr langsam. Ich arbeite in der Regel mit einer ganz großen Bandbreite von Maschinen. Also ich habe einen Threadripper mit 32 Cores. Dort entwickle ich, und auf der anderen Seite die Aufnahmen mache ich mit einem sehr leistungsarmen Rechner. Aber die Leistung dazu reicht immer noch. Und damit sehe ich dann auch, wie sich Seiten oder wenn ich Programme starte, wie sich die anfühlen, wenn man einen langsamen Rechner hat. Und das ist doch sehr hilfreich, wenn man jetzt eine neue Webseite hat und man merkt, auf diesem alten Rechner dauert es 5 Minuten, bis es gestartet wird. Dann weiß man, ah, da muss man etwas ändern. Aber ich starte jetzt mal meine VM, respektive die habe ich bereits gestartet. Ich verwende VirtualBox. Ich habe mir ein Image heruntergeladen, habe jetzt mir Ubuntu installiert. Ubuntu läuft hier. Ich habe bereits mich eingeloggt, und ich habe ebenfalls
einen Remote-Zugang, damit ich Copy und Paste machen kann. Und hier versuche ich jetzt auf meinem Ubuntu, welches in einer virtuellen Maschine läuft. Also das heißt, ich habe mein Host ist Arch Linux, darin habe ich ein Guest OS, das ist Ubuntu, und in diesem Ubuntu will ich jetzt ein Ubuntu auf RISC-V laufen lassen. Das heißt, das muss ich jetzt emulieren. Wird dementsprechend langsam sein, aber wir schauen uns das trotzdem an, wie es funktioniert. So, hier ist die Beschreibung, wie man es laufen lassen kann. Also zuerst einmal muss ich die entsprechenden Utilities installieren. Ich sehe, das wird ein bisschen länger dauern. Dann schneide ich mal das Video. Die Software habe ich installiert. Das Image habe ich auch gleich heruntergeladen. Ich habe es bereits entpackt und nun kann ich es eigentlich starten. Und zwar heißt das File noch anders. Das File heißt so. Und jetzt kann ich das starten. Enter Choice. Und jetzt starte ich Ubuntu, welches für RISC-V gedacht ist. Man sieht schon, das funktioniert in Zeitlupe. Es ist auch eine Software-Emulation und ich muss dazu sagen, eben mein Rechner ist schon, also dieser Rechner hier ist schon sehr alt und dementsprechend auch langsam. Auf meinem anderen Rechner, dort läuft es einiges schneller, aber auch eigentlich nicht brauchbar, um damit flüssig arbeiten zu können. Aber wenn man jetzt Hardware entwickelt und etwas kurz austesten möchte, dann funktioniert das relativ gut. Ich lasse es mal laufen, das heißt mal schauen, wie lange das es geht, bis dann Ubuntu gestartet hat in diesem Emulator. Und dann können wir sehen, wie lange das gedauert hat. Eben nochmal zum Setup. Ich habe ein x86 Arch Linux. Dort läuft eine VM mit Ubuntu x86 und in diesem Ubuntu x86 lasse ich ein Ubuntu RISC-V laufen. Und jetzt sehe ich gerade, das geht schon eine Minute, also 57 Sekunden, wenn das Sekunden sind. Ja, lassen wir das laufen und wir sehen dann, wie lange das es dauert. Es gibt natürlich noch andere Emulatoren, also für Spiele, für die alten Spiele, also für den Super Nintendo gibt es auch diverse Projekte. Für Nintendo 64 gibt es Emulatoren, dort kann man die alten Spiele nochmals laufen lassen und die sind eigentlich so alt, die Hardware, dass sie auf moderner Hardware trotzdem mit Emulation immer noch flüssig laufen. Was ganz beeindruckend ist, ist der Emulator von Switch. Der lässt sich mit einer guten Hardware ebenfalls emulieren. Das heißt, dort kann man ebenfalls die Spiele jetzt mit einem guten Rechner nicht auf der Konsole, sondern auf seinem Rechner spielen, wenn man natürlich das Originalspiel besitzt. Das ist genau. Das ist der Nintendo 64-Emulator. Da gibt es auch mehrere. Das ist jetzt ein Beispiel davon. Und das ist der Switch-Emulator. Wie gesagt, Emulatoren, die übersetzen die Befehle. Bei der Virtualisierung werden die Befehle durchgereicht. Und weil eben der Emulator diese Befehle übersetzt,
dauert es entsprechend, bis das Betriebssystem hier gestartet ist. Ich sehe gerade, nein, es ist noch nicht hochgefahren, es ist immer noch am Starten. Mit der Virtualisierung kann man auch eine Virtual Desktop-Infrastruktur hochfahren, hat man auch an der Ost. Das heißt, man kann über ein Netzwerk, das kann man mit seinem privaten Gerät, kann man mit einer virtuellen Maschine interagieren. Diese virtuellen Maschinen, die sind dann auf einem zentralen Server. Dort läuft dann ein Windows und das Bild wird dann zum Client übertragen. Man kann mit seiner Tastatur, mit meiner Maus, die werden dann diese Eingabebefehle werden dann über diesen Client an diesen Server geschickt. Das wird dann ausgeführt, das Bild wieder zurück geladen und der Benutzer hat das Gefühl, er sitzt eigentlich vor diesem PC, vor diesem Rechner. Das funktioniert eigentlich okay, wenn man jetzt mit dem Web browsen möchte, wenn man seine E-Mails bearbeiten möchte. Aber sobald man etwas mit Hardware, mit Virtualisierung, mit Containers machen möchte, dann funktioniert das eigentlich erfahrungsgemäß weniger gut. Respektive bei der Ost haben sie jetzt bei der VDI sich für ein Windows-Betriebssystem entschieden und ja, da finde ich mich leider halt nicht zurecht und deswegen kann ich diese Infrastruktur an der Ost nicht brauchen. Im Gegensatz dazu sind Container leichtgewichtiger. Die funktionieren so, dass man quasi kein zweites Betriebssystem auf einer virtuellen Maschine laufen lässt, sondern dass die Isolation im Betriebssystem selber passiert. Also es ist nicht der Hypervisor, der isoliert, sondern das Betriebssystem. Und dementsprechend sind auch die Container leichtgewichtiger. Ein guter Einstieg in die Container, was Container sind, ist auf dieser Seite, auf der IBM-Seite. Eben, was sind Containers? Was sind die Unterschiede zwischen Containers und virtuellen Maschinen? Was sind die Vor- und Nachteile? Darauf werde ich dann auch noch kommen. Und der Unterschied ist, wie gesagt, die Isolation bei einer VM, bei einer virtuellen Maschine passiert im Hypervisor. Bei den Containern ist es das Betriebssystem. Bei der virtuellen Maschine, so wie wir es jetzt angeschaut haben, also mit VirtualBox, also mit dieser Virtualisierungslösung, wo man virtuelle Maschinen hochfahren kann, die funktionieren auf meinem Rechner. Das heißt, ich habe in diesem Beispiel jetzt meine Maschine Arch Linux, also meine Maschine, einen uralten PC, Arch Linux, Hypervisor, VirtualBox, Guest OS, das ist in diesem Fall Ubuntu. Ich kann natürlich auch noch weitere VMs hinzufügen, zum Beispiel Alpine. Und dem kann ich sagen, ich kann natürlich auch Windows laufen lassen, Linux oder und so weiter. Da kann ich diverse virtuelle Maschinen erstellen. Hier haben wir jetzt ein zweites Betriebssystem, ein drittes Betriebssystem. Eben, die können unabhängig sein. Da kann sogar ein Windows laufen. Bei der Containerlösung funktioniert es wie folgt: Wir haben wieder die Maschine, dann haben wir ein Betriebssystem, dann haben wir Docker als Beispiel einer Containerlösung und Docker ermöglicht es dann den Applikationen eine isolierte Sicht auf das Betriebssystem. Das heißt, das Betriebssystem muss die Funktionalität zur Verfügung stellen, dass man gewisse Prozesse oder Netzwerkdienste isolieren kann und man kann aber auch beide laufen lassen. Das heißt, man hat wieder
ein Betriebssystem. Das kann wieder Ubuntu sein. Also das könnte jetzt zum Beispiel diese Instanz hier sein. Hier kann ich wieder einen Container laufen lassen und auf einem Container, zum Beispiel Docker, kann ich dann mehrere Applikationen laufen lassen. Ich kann noch ein weiteres Betriebssystem hier laufen lassen mit einer weiteren Applikation. Auf diesem Betriebssystem kann ich auch einen Emulator laufen lassen, so wie wir es gesehen haben. Also da sind die Möglichkeiten eigentlich alle gegeben. Was man aber hauptsächlich sieht, ist, man macht entweder eine containerisierte Lösung oder eine virtuelle Maschine. Ab und zu sieht man beides, aber das jetzt eher selten. Docker ist eine Containerlösung, ist eine Plattform, welches es erlaubt, die Applikationen isoliert laufen zu lassen mit Hilfe von dem Betriebssystem. Das heißt, das Betriebssystem muss gewisse Isolationsmechanismen zur Verfügung stellen. Diese können von Docker genutzt werden. Es muss nicht Docker sein, es gibt andere Virtualisierungslösungen. Docker ist die bekannteste. Und diese Docker, die diese Lösung kann dann diese Isolationsmechanismen eben dazu brauchen, um die Applikationen isoliert laufen zu lassen. Eine Containerlösung wie Docker kann dazu verwendet werden, um Software-Packages einheitlich zu verpacken und diese dann auch auf diversen Rechnern laufen zu lassen. Die Idee dabei ist, dass dort in dieser Applikation, in dieser isolierten Applikation, alle Dependencies drin sind, alle Libraries, die man braucht, so dass man das Docker-Image, diesen Container, also das Image nehmen kann und das dann auf einem anderen Rechner laufen lassen kann, ohne dass jetzt die gleichen Libraries installiert werden müssen. Eben die werden in diesem Image mitgeliefert und das heißt, man kann es laufen lassen und idealerweise läuft es dann so, also läuft es dann auf jeder Plattform exakt gleich. Es gibt aber dort auch in der Praxis immer wieder Unterschiede, vor allem dann, wenn man die Architektur wechselt, wenn man zum Beispiel von macOS auf Linux auf Windows wechselt. Dort gibt es dann feine, aber kleine Unterschiede. Und das heißt, die Idee, dass man eben ein Image erstellt, es läuft überall, das funktioniert meistens, aber eben nicht immer. Wenn man ein Docker erstellt hat, ein Image erstellt hat, kann man es auf Docker Hub hochladen. Docker Hub ist eine Seite, wo man Images hosten lassen kann. Es gibt auch offizielle Images, wie zum Beispiel das OpenJDK Image hier mit diesem grünen Haken, das ist ein offizielles Image. Das heißt, wenn ihr eine Applikation mit Docker stellen möchtet, schaut, dass das Base Image ein offizielles Image ist. Denn es gibt sehr viele Images, die man eben hochladen kann. Das heißt, man muss dann die Images selber überprüfen. Ja, ist das wirklich das, was ich will? Hat es da keine Backdoors drin? Und wenn man so ein offizielles Image nimmt, dann ist die Gefahr klein, dass es eben solche Backdoors drin hat. Aber hier sieht man so ein Image, das kann man verwenden. Weiter unten gibt es eine Beschreibung, wie man das dann brauchen kann. Dazu kommen wir später mehr. So wird dann ein Docker-File aussehen. Man kann zuallererst angeben, was es für eine Version ist. Und das werden wir uns auch im Beispiel noch später anschauen. Die Images werden eben von Docker Hub genommen. Da gibt es also alle Software, Node gibt es. Es gibt Python. Also da gibt es ganz viele offizielle Images, die man dazu verwenden kann. Die Alternative haben wir uns auch schon angeschaut. Die ist Podman
funktioniert sehr ähnlich wie Docker. Die Architektur sieht ein bisschen anders aus, aber die Befehle sind eigentlich 1:1 benutzbar. Ich habe in den News das bereits erwähnt, dass jetzt Podman einen neuen Befehl gekriegt hat, den Secure Copy Befehl, wo man dann die Images transferieren kann. Das hat zum Beispiel Docker nicht, aber sonst die Befehle, die sollten eigentlich gleich sein. Das heißt, man kann eigentlich Docker mit Podman ersetzen. Zu Docker Compose, da kommen wir auch noch, was es genau ist, wird ebenfalls von Podman unterstützt, aber in dieser Vorlesung werden wir uns mit Docker beschäftigen. Eine gute Übersicht über die virtuellen Maschinen, respektive über die Container, gibt es auch natürlich auf der Docker-Seite. Die sind natürlich ein bisschen so geschrieben, dass man eben die Vorteile von einer Containerlösung hervorhebt. Dann nochmals der Unterschied zwischen einer VM und einer containerisierten Applikation. Hier sieht man einen Type 1 Hypervisor. In meinem Beispiel verwende ich jetzt, also in den Slides habe ich jetzt einen Type 2 Hypervisor verwendet. Und hier die Punkte, sie sind mehr agil, kann man argumentieren, ja sind sie. Containers enable Hybrid and Multi-Cloud Adoption, was immer das auch heißt. Und integrate Containers with your existing IT processes, schön und gut. Containers safe on VM Licensing, sehe ich jetzt nicht. Also es gibt auch VMs, KVM zum Beispiel, die Kernel-Based Virtual Machine Integration, die kosten auch keine Lizenzen. Und natürlich der Winner ist natürlich die Containerlösungen, weil das eben auf der Docker-Seite ist. Aber wir schauen uns gleich noch die Vor- und Nachteile an. Wenn wir uns nun Containers und VMs anschauen, dann sind die Container tatsächlich leichtgewichtiger. Wenn wir uns eine sehr leichtgewichtige VM und eine sehr leichtgewichtige Containerlösung anschauen, Alpine zum Beispiel, dann haben wir bei der VM einen Platzbedarf von 45 MB und bei einer Containerlösung sind wir bei 2 MB, das heißt, hier sparen wir sicher Platz. Man kann die Applikation auch schneller laufen, weil man eben nicht das ganze Betriebssystem noch hochfahren muss, weil man nur die Applikation hochfahren muss. Der Speicher kann geteilt werden. Das heißt, wenn jetzt eine Applikation nicht den ganzen Speicher braucht, dann kann es von einer anderen Container-Applikation verwendet werden. Die Prozesse, sie sind isoliert, basierend auf dem Betriebssystem, haben aber den gleichen Kernel. Das heißt, kann Vor- und Nachteil sein. Also der Vorteil ist, wenn man jetzt einen Kernel hat, muss man nur einen Kernel maintainen. Wenn man eine VM-basierte Lösung hat, dann hat man dann unter Umständen 10 VMs am Laufen mit 10 Kernels. Die müssen dann jedes Mal gepatcht werden, wenn es da ein Issue dazu gibt. Das heißt, dort könnte es dann mehr Maintenance geben. Bei der virtuellen Maschine, dort kann man alle Ressourcen der VM dann tatsächlich auch verwenden. Was zum Beispiel nicht geht, was bei VMs geht, bei Containerlösungen, zum Beispiel wenn eine Applikation zeitsensitiv etwas machen muss und man zum Beispiel jetzt einen Tag vorspringen möchte, dann kann man bei einer Containerlösung nicht einfach SetDate aufrufen und die Systemzeit ändern, weil sonst würde die App die Systemzeit für das ganze Betriebssystem ändern und das geht natürlich nicht. Das heißt, bei Container funktioniert SetDate nicht. Bei virtuellen Maschinen funktioniert SetDate, weil dort die Applikation dann das Ganze, die Kontrolle über das ganze Betriebssystem hat. Beim Betriebssystem kann das Datum setzen und dann kann man dort das Datum ändern. Das heißt, beim Container, wenn man so etwas machen möchte, muss man eine andere Lösung finden. Bei der VM geht das eigentlich problemlos. Dann kann man bei den virtuellen Maschinen live migrieren. Das heißt, man kann im laufenden Betrieb eine VM vom einen Rechner auf einen anderen transferieren.
Das funktioniert relativ beeindruckend. Bei den Containern, dort schaltet man es ab, schaltet man auf einem Rechner dieses Image ab, fährt es auf einem anderen wieder hoch. In der Regel hat man einen Load Balancer, das heißt, das kann man eigentlich fast auch seamless machen, das heißt, ohne dass es der Benutzer merkt, dass es einen Unterbruch gibt, aber bei der virtuellen Maschine eben diese kann man live hin und her schieben und das geht bei den Docker-Containern meines Wissens noch nicht. Bei den virtuellen Maschinen ist der Speicher vorreserviert. Das heißt, wenn man eine VM hat, die hat 8 GB und man fährt die hoch, dann hat die 8 GB. Und bei den Containern ist es so, wenn man jetzt eine Applikation startet, man hat noch 8 GB, die Applikation startet, dann kann es sein, dass eine zweite Applikation mehr Speicher braucht und dass dann bei dieser Applikation weniger Speicher zur Verfügung steht. Bei einer virtuellen Maschine hat man die bessere Isolation. Das heißt, eben diese Prozesse können sich gegenseitig nicht beeinflussen. Wenn eine Applikation mehr Speicher braucht, dann hat das dann keinen Einfluss auf den präallozierten Speicher der zweiten VM. Bei den Containern ist es so, dass man halt dort, wenn eine App sehr viel Speicher braucht, dass sie dann den anderen Applikationen den Speicher wegnimmt. Aber auch dort gibt es Möglichkeiten, dass man dann für so einen Docker-Container kann man sagen, du hast jetzt Zugriff oder du kannst 12 GB verwenden, mehr nicht. Und wenn mehr als 12 GB verwendet werden, dann wird die Applikation neu gestartet. Der Use Case für Container ist, wenn man ein komplexes Application Setup hat. Da können wir uns das noch mit Docker Compose anschauen, wie man die Services orchestrieren kann. Und die Idee ist, dass man, wenn man eine Applikation in einem Docker Container bündelt, dass man den dann auf verschiedenen Rechnern so wieder laufen lassen kann. Und der Use Case bei den virtuellen Maschinen ist, dass man die Hardware besser ausnutzt. Dass man die Ressourcen teilen kann, ohne dass man sich gegenseitig groß beeinflusst. Bei Containerlösungen gibt es ganz viele Anbieter, gibt es bei den virtuellen Maschinen auch. Zum Beispiel bei Amazon ist das ECS, der Amazon Elastic Container Service. Bei Google ist es die Kubernetes Engine. Und bei Azure ist es Docker on Azure. Da kann man seine Container ebenfalls laufen lassen, sowie bei der Virtualisierung, also bei Amazon heißt das EC2, bei Microsoft heißt das Virtual Machines, bei Google heißt das Compute Engines und bei DigitalOcean sind es Droplets. Das heißt, es gibt viele Anbieter, man kann sich da getrost einen aussuchen und ja, je nachdem, auf welcher Plattform man ist, wird man den einen oder anderen auswählen. Bezüglich Market Shares, wer der größte ist, da gibt es immer wieder Findings und die sehen dann auch immer wieder ganz unterschiedlich aus. Also in diesem Finding sieht man Amazon, glaube ich, vorne. Hier sieht man die Verteilung, genau, AWS 32% Marktanteile, gefolgt von Azure, Google Cloud bei 7%, aber das ist, je nachdem, welche Grafik man anschaut, sieht das dann auch immer ein bisschen wieder anders aus. Hier 40% AWS, Microsoft Azure schon bei 30%, Google bei 3%, also weit abgeschlagen. Und ja, also man muss sich da wahrscheinlich schon sein eigenes Bild machen, welchen Service da man verwenden sollte. Ah, das sind noch genau, das sind jetzt keine
Angaben zu den Market Shares. Das ist noch eine Sicht, eben was sind die Unterschiede zwischen VMs und Containers von Backblaze. Auch noch ein ganz netter Artikel, um zu verstehen, was ist Virtualisierung und was sind Containers. Auch mit ganz hübschen Grafiken. Bei den Preisen ist das so, dass man sich entscheiden kann, welchen Typ von Virtualisierungsumgebung man nutzen möchte. Es gibt ein On-Demand-Pricing, das wird dann zum Beispiel nach Stunden abgerechnet, nach wie viel Daten transferiert worden sind. Das habe ich hier vorhin geladen. Da sieht man die Preise, da sind die Hourly Rates und auch die entsprechenden Kosten für diverse Dienste bei AWS. Es gibt dann die Spot Instances, wenn gerade zu einer Zeit nicht die Ressourcen gebraucht werden, dann kann man günstig so eine virtuelle Maschine oder andere Services mieten. Und dann gibt es die Reserved Instances, die stehen einem permanent zur Verfügung. Das ist, wenn man eine gleichmäßige Auslastung hat, macht das noch Sinn. Wobei dort kann man sich auch dafür entscheiden, eine dedicated Maschine, das heißt keine virtuelle Maschine, sondern eine richtige Hardwarebox zu kaufen oder zu mieten. Denn wenn man einen konstanten Load hat auf dem Rechner, dann könnte sich vielleicht das auch noch lohnen. Dann gibt es immer wieder Vergleiche, welche versuchen, diese Cloud-Dienste zu vergleichen bezüglich den Preisen, wo bekommt man das meiste für sein Geld. Und das ist nicht immer einfach, weil es doch sehr viele Dienste gibt, die dann auch nicht immer gleich vergleichbar sind, auch was die Prozessoren anbelangt, was die Instanzen anbelangt. Da gibt es immer wieder Vergleiche, aber es hängt dann natürlich auch stark davon ab, was man für ein Workload hat. Und es kann natürlich auch sein, dass die Preise bei diesen Cloud-Anbietern sich ändern. War gerade kürzlich bei Google war es der Fall, dass sie dort eine Preisänderung gemacht haben. Und je nach Load kann es dann heißen, entweder muss man es mehr zahlen oder man muss weniger zahlen. Das heißt, auf solche Vergleiche kann man sich eigentlich nicht gut verlassen, wenn man ein Workload hat, der bereits läuft, dann kann man den Workload mal auf anderen Dienstleistern laufen lassen, schauen, was die Kosten dort sind und so versuchen zu vergleichen, wie viel man einsparen könnte, wenn man jetzt den Cloud-Provider wechselt. Wobei den Cloud-Provider wechseln ist auch nicht immer einfach. Also die Cloud-Provider versuchen natürlich auch einen gewissen Lock-in-Effekt zu erzeugen, dass man eben auf diesem Cloud-Provider braucht und dort die Services weiterverwendet. Das ist eine Übersicht von Amazon, wie viele Services das es gibt. Eben, es gibt ganz viele und dort die Preise zu vergleichen, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Gut, dann starten wir mit Docker und zwar schauen wir uns ein Beispiel an. Um Docker zu installieren, kann man sich hinter diesen drei Links schauen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt Docker für Linux. Ich habe das neueste Docker installiert. Bei Mac sieht es anders aus und bei Windows ebenfalls. Ups. Diese Seite hier natürlich, da kann man sich dann anschauen und nachlesen, wie man das installieren muss bei Windows und wie bei macOS. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ihr es bereits installiert habt und um zu sehen, ob es erfolgreich war, kann man mit Docker Run Hello World, das ist ein Image, das es auf Docker Hub gibt und zwar Docker Hub, das ist
Wo haben wir Docker Hub? Hubdocker.com und hier haben wir ein Hello World. Das ist ebenfalls ein offizielles Image und das versuchen wir jetzt nun zu starten. Das brauchen wir nicht mehr. Docker, die aktuellste Version und mit Docker run hello world. Da muss ich den Docker-Daemon noch starten. Docker. Bei Podman müsste man das nicht machen, weil dort gibt es nicht diese Daemon und Command-Line-Architektur, sondern dort hat man einfach ein Binary und dort kann man direkt Podman aufrufen und Hello World starten. So, nun habe ich Docker gestartet. Hat auf Anhieb gar nicht funktioniert. Habe es nochmals kurz neu gestartet, dann hat es funktioniert. Jetzt keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall, jetzt läuft es. Mit Docker run hello world können wir nun das Hello World starten. Das heißt, was er zuerst macht, er findet das Image jetzt nicht. Das Image lädt er nun herunter von Docker Hub. Dort, wo wir auf dieser Webseite, wo wir gewesen sind, und führt es dann aus. Und das ist Hello from Docker, das heißt, dieses Hello World läuft bereits im Docker-Container. Wir können schauen, was für Docker-Dienste alles laufen. Wir werden jetzt nichts sehen, weil dieser Dienst schon fertig, weil das kein Dienst ist, der permanent läuft, sondern er hat kurz was ausgeführt und sich dann wieder abgeschaltet. Aber wir können jetzt mit Docker Image schauen, was für Images wir haben. Und hier sehen wir Hello World, da haben wir das neueste Image, das wurde vor 6 Monaten erstellt, ist auch entsprechend klein und das führt eben dieses Hello World aus. Und hier kann man jetzt auch zum Beispiel eine kleine Distribution, Linux-Distribution laufen lassen mit Docker run Alpine. Alpine ist eine Distribution, Alpine Linux, das auf Größe ausgelegt ist, respektive eben, dass es klein ist. Alpine Linux. Und die Images sind entsprechend optimiert. Small, Simple, Secure. Ich habe das Beispiel genannt, eben eine VM 46 MB, ein Container Image 2 MB. Und genau, das könnte man sich jetzt auch dieses Image herunterladen und in einer VirtualBox installieren. Wir werden jetzt uns Alpine von Docker Hub herunterladen. Alpine Official Image. Und genau, das können wir jetzt gerade mal laufen lassen. Docker on Alpine. Dass wir das interaktiv laufen lassen wollen, eben dass wir einen Prompt wollen. Dafür steht -it. Und jetzt sind wir in einem Container drin, Alpine Linux. Da können wir sehen, was jetzt alles oder wie das Verzeichnis aussieht mit APK. Das ist das Package Managing Programm von Alpine. Hier können wir uns zusätzliche Pakete herunterladen. Ich kann mir zuerst die Paketliste holen
Und jetzt könnte ich zum Beispiel Node installieren. APK add Node. Node.js. Und jetzt habe ich Node installiert auf in diesem Container. Und genau. Konsole log. Das funktioniert wunderbar. Genau, wenn ich wieder rausgehe, dann bin ich wieder auf meinem Rechner und das Image, das wird oder dieser Container, der existiert auch nicht mehr. Das heißt, wenn ich das starte und hier schaue, was für Docker-Prozesse oder Docker-Containers am Laufen sind, dann sehe ich hier, ah, da läuft Alpine. Wenn ich das beende, dann wird auch dieser Prozess beendet und dann sind auch jegliche Daten, die ich hier gegeben habe, die sind dann weg. Das heißt, wenn ich hier nochmals Docker starte und nochmals Node aufrufen möchte, dann wird das nicht funktionieren, weil ich eben neu gestartet habe. Wenn ich rausgehe, dann werden alle meine Änderungen verworfen. Und hier sagt er mir dann, okay, Command und Found. Und hier müsste ich jetzt nochmals neu Node.js installieren, damit ich dieses Programm laufen lassen kann. Das heißt, wichtig bei Docker, dort wird das State nicht gespeichert, wenn ich etwas im Container mache. Das heißt, wenn ich Daten persistieren möchte, sollte ich dafür ein Volume definieren. Dazu komme ich dann gleich noch. Ganz interessant ist, wenn wir uns anschauen, was dann in diesem Hello World drin ist oder was in diesem Alpine drin ist, das können wir mit Docker Safe, können wir diese Images abspeichern und dort werden wir dann sehen, wie so ein Docker Image aufgebaut ist. Also mit gehen wir ins Temp-Verzeichnis, Docker Safe Hello World. Und nennen wir das Hello World.tar. Ich verwende dazu den Midnight Commander, da kann ich besser hin und her browsen. Und hier sehe ich in diesem tar-File sehe ich nun den folgenden Layer, der wird hier mit dieser Hash angegeben. Und da sehe ich in diesem Layer ein Binary-File und das könnte ich jetzt auch auf meinem Rechner ausführen. Das heißt, ich kann es mal rüber kopieren. Ich kopiere es mal ins Temp-File. Hier habe ich jetzt ls-la-tmp hello. Das habe ich jetzt hier rüber kopiert. Kann ich jetzt auch ausführen? Wird das gleiche dann ausgeführt? Ups. Tmp. Tmp hello und da sehen wir wieder hello from Docker, aber jetzt auf meiner Maschine und nicht im Container. Das heißt, dieses Binary hat jetzt Zugriff auf meine komplette Maschine unter meinem Benutzer und wenn wir das im Container ausführen, hat man dann oder hat diese Applikation, dass dieses Hello World nur Zugriff auf das, was den Container sieht. Spannend wird es, wenn wir uns das Image von Alpine anschauen, das können wir auch gleich machen. Alpine. Alpine. Und hier gehen wir auch wieder. Ich verwende dazu sehr gerne wieder den Midnight Commander. Hier gehen wir schauen, wie sieht dieses Image aus. Das Image, das ist jetzt ein bisschen größer, sehe ich gerade. Nicht 2 Megabyte, sondern 6 Megabyte. Das heißt, ich muss hier noch meine Folien updaten. Und hier sehen wir, dass wir jetzt ebenfalls einen Layer haben. Und in diesem Layer haben wir nun eine gesamte
das Alpine, die Alpine Linux-Umgebung drin mit allen Verzeichnissen, mit allen Libraries und alles, was es eben dazu braucht. Diese Kommandos haben wir uns bereits kurz angeschaut. Mit Docker Images können wir schauen, was wir für Images haben. Mit Docker RM oder RMI, Docker für Remove Images, können wir hier das Image Debian löschen, wobei das wird nicht funktionieren, weil es noch Abhängigkeiten hat. Das wird mir hier auch bestätigt. Es hat noch Child Images drin. Mit Docker PS können wir schauen, was alles für Docker-Prozesse laufen, und mit Docker RM können wir Container dann auch löschen. Das heißt, hier vielleicht noch der Unterschied: Image Container. Die Image eben, das ist das Tar-File, das wir gesehen haben, das kann man von Docker Hub ziehen, das wird dann lokal gespeichert. Und wenn man das Image dann startet, respektive die Applikation in diesem Image, dann nennt man das ein Container. In diesem Container, wenn es jetzt eine Linux-Umgebung ist, kann man sich dann auch eine Shell ausführen lassen und schauen, was dort läuft. Dazu später dann auch noch mehr. Es gibt auch GUIs dazu. Ich verwende hauptsächlich die Kommandozeile, aber auf macOS und Windows gibt es gute GUIs. Und mit Docker Desktop, dort findet man ebenfalls eine gute Übersicht. Gut, nun zu den Details. Wie gesagt, Docker ist eine Containerlösung und das verwendet die Isolationsmechanismen vom Kernel. Ein ganz eindrückliches Projekt ist Booker, das ist leider nicht mehr maintained, aber das zeigt doch, wie das Docker funktioniert. Und zwar kann man mit relativ wenig Zeilen Code, kann man so eine Containerlösung schreiben, indem man eben die Isolationsmechanismen eines Betriebssystems verwendet. Hier verwendet man BTRFS, Curl, IP-Route, IP-Tables, C-Groups, und mit dem kann man dann eine Containerlösung in ein paar wenig Zeilen Code erstellen. Docker macht noch natürlich mehr, aber eben das zeigt, dass Docker nur eine, also nur ist eine Verwaltungssoftware oder eine Verwaltungslibrary für die Isolationsmechanismen vom Linux-Kernel. Das heißt, auch wenn man das jetzt auf macOS oder auf Windows laufen lässt, dann braucht es dort ebenfalls eine kleine Linux-Umgebung. Das wird dann häufig mit einer VM gelöst. Das heißt, bei Windows gibt es zum Beispiel eine kleine VM und dort laufen dann die Docker-Instanzen, und die Befehle, die dann auf einem Linux-Rechner funktionieren, funktionieren auf Windows, auf dieser VM, auf dieser Linux-VM, funktionieren dann ebenfalls. Für die Filesystem-Virtualisierung wird ein Overlay-Filesystem verwendet, ein Union-Filesystem. Das heißt, man kann dann mehrere Filesysteme oder mehrere Directories angeben, die werden dann zusammengemerged. Dort spielt natürlich die Reihenfolge eine Rolle. Man kann auch Files als deleted markieren, und das ermöglicht, dass man so ein Image in Layers aufbauen kann. Wir haben jetzt uns diese zwei Images angeschaut, Hello World und Alpine. Dort haben wir jetzt nur ein Layer gesehen. Wir werden später sehen, wie sich diese Layers zusammensetzen. Das ist jetzt ein einfaches Dockerfile, und zwar können wir uns das kurz erstellen. Hier verwende ich die Alpine Distribution, füge dann das Hello Shell Script hinzu, und im Hello Shell Script schreibe ich einfach Hallo raus.
Und das werde ich dann in ein Docker-Image verpacken. Das mache ich ebenfalls wieder in meinem Verzeichnis hier. Sollte man so nicht machen. Natürlich sollte man jedes Projekt in ein eigenes Verzeichnis, sollte ein eigenes Projekt sein. Aber eben der Einfachheit halber werde ich das alles hierhin reinpacken. Hier erstelle ich nun ein File. Und zwar wird das ein Docker-File sein. Jetzt muss er noch indexieren. Wie gesagt, ich habe einen langsamen Rechner. Vielleicht ist es einmal Zeit, abzugraden. Weil die Entwicklungsumgebungen werden auch immer langsamer. File und Docker-File. Und hier in diesem Docker-File kommt jetzt mein Base-Image rein. Dort schreibe ich rein, es soll auf dem Alpine, auf dieser Linux-Distribution basieren. Dann füge ich ein File hinzu. Das File existiert noch nicht, das heißt, das muss ich noch erstellen. Und hier mache ich einfach ein Echo Hallo Welt und führe das nun aus. Das ist bereits mein Docker-File und hier kann ich jetzt mit Docker Build gebe ich dem einen Tag, einen Namen Test. Punkt steht für, er sucht das Docker-File in diesem Verzeichnis. Da kann ich jetzt mein Image bauen lassen. Ich habe Alpine falsch geschrieben. Jetzt stimmt es. Und jetzt habe ich mein Image erzeugt. Das heißt, mit Docker Image kann ich nachsehen. Ich habe hier mein Test erzeugt. Das habe ich Test genannt. Hier habe ich ein Image vor 7 Sekunden erstellt. Und das kann ich jetzt auch laufen lassen. Docker Run Test. Und da sehen wir, Hello World wird ausgeführt, das heißt, dieses Shell-Skript wird ausgeführt in meiner Linux-Umgebung, in meiner Alpine-Linux-Umgebung. Und das Shell-Skript hat dann nur dort Zugriff, nirgends anders. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel schauen, wie es in meinem etc-Verzeichnis aussieht. Da muss ich das Image jetzt nochmals bauen. Und Docker Run. Und da sehe ich mein etc-Verzeichnis und da sieht man schon, das ist das vom Alpine Linux und nicht von mein etc-Directory auf meinem Arch Linux, auf meinem Rechner hier. Das sieht anders aus. Was wir jetzt nun uns auch anschauen können, sind die Layers. Also wir haben ja gesehen, in diesem Tar-File hat es ein Layer gehabt, bei Hello World und bei Alpine. Und jetzt werden wir neu mehr Layers haben als nur ein Layer. Das können wir uns hier anschauen oder respektive ich gehe wieder hier rein. Docker Save Test Test.tar. Und da gehe ich wieder hier rein. Und hier sehe ich zwei Layers habe ich.
Dafür wird dann auch für diese zwei Layers wird dann dieses Overlay-Filesystem gebraucht. Das heißt, wir haben einen Base-Layer. Der Base-Layer besteht aus meinem Alpine Base-Image. Da sehen wir alle Verzeichnisse und Files, welche von Alpine kommen. Und wir haben neu einen zweiten Layer. Das wird mit diesem Overlay-FS zusammengemerged. Und in diesem haben wir nun ein Hello.sh, eben das Shell-Skript, das ich hier hinzugefügt habe. Das heißt, mit diesem Docker-File haben wir hier einen Layer erzeugt, hier einen weiteren Layer erzeugt. Wenn ich jetzt nochmals etwas hinzufüge, sagen wir index.html, wir fügen das ins Verzeichnis, keine Ahnung, bin hinzu. Also nicht, dass es Sinn macht, einfach zum Testen. Wir bauen das Image nochmals neu und lassen es dann laufen. Da sehen wir immer noch eigentlich das Gleiche. Interessant wird es aber, wenn wir uns das Image wieder anschauen. Dann werden wir plötzlich drei Layers haben. Hier sehen wir drei Layers. Das ist das Alpine. Oh nein. Das hier ist der Alpine Layer. Dann haben wir hier unseren Hello World. Nein, sorry, das ist unser Hello World Layer. Das ist das hier. Und neu haben wir einen dritten Layer, welches dann hier im BIN das Index.html drin hat. Und beim Mergen, weil es hier ein BIN-Verzeichnis gibt und im Base-Layer gibt es ein BIN-Verzeichnis, werden diese Daten dann zusammengefügt. Wenn es jetzt hier ebenfalls ein Index.html gibt, in diesem Layer gibt es ein Index.html, dann wird das Index.html verwendet, was dann am Schluss hinzugefügt wird. Plus, was man hier auch machen kann, ist, man kann Daten als gelöscht markieren. Das heißt, wir können hier hingehen, wir können jetzt einen File uns aussuchen, welches wir nicht benötigen. Ups. Sagen wir das hier braucht es nicht. Das ist die Welcome-Nachricht. Das können wir jetzt mal löschen. Run rm etc motd. Wir können wieder unser Image bauen. Wir gehen wieder. Wir speichern wieder unser Image. Wir schauen uns wieder an. Jetzt sehen wir schon einen vierten Layer. Dieser ist neu dazugekommen und nein, dieser ist neu dazugekommen. Genau. Und hier haben wir quasi einen Marker, dass eben das File gelöscht ist. Und wenn wir jetzt das etc/motd-File haben, dann kommt dieser Layer und er sagt: Hey, lösch mir das bitte. Dann wird es, wenn wir dieses Image starten oder diesen Container starten, wird das File nicht mehr vorhanden sein, obwohl es eigentlich auch im Base-Image ist. Das heißt, wir können das jetzt auch starten und zwar interaktiv mit Docker exec Test interaktiv und zwar will ich eine Shell ausführen. Und wenn ich jetzt hier nachschaue, dann ist das File, das was wir hier oben gelöscht haben, nicht mehr vorhanden, obwohl das im Base Image noch drin ist. Das heißt, so funktioniert eben dieses Overlay FS.
Und wichtig ist auch, dass Docker diese Layers cached. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmals das Image erstelle, dann funktioniert das ganz schnell, weil er alles aus dem Cache nimmt. Und sobald ich hier etwas ändere, sobald das Input-File geändert hat, wird von dieser Zeile her dann der Cache invalidiert und jede weitere Zeile wird dann neu ausgeführt. Das heißt, es ist wichtig, dass wenn man eine Änderung erzwingen will, dass man das zum Beispiel, wenn man Source Code kompiliert, dann muss sich der Source Code geändert haben, weil sonst, wenn der Source Code nicht geändert wird, die gecachte Version genommen. Was hier ein bisschen gefährlich ist, ist, dass wenn man eine Applikation zum Beispiel mit WGET sich holt oder runterlädt oder ein APK-Add macht, dann wird das ebenfalls gecached. Da es dazu kein Input-File gibt, wird immer wieder die gecachte Variante genommen oder die gecachte Version genommen. Und wenn es jetzt irgendwo ein Update gibt in diesem File, das man heruntergeladen hat, dann muss man diesen Cache manuell invalidieren. Das heißt, hier ein Beispiel dazu. Ich führe jetzt aus, run, hole mir da ein Beispiel vom Web. Nehme ich mal irgendein, das hier Test. Raw. Oder noch besser, ich gehe auf Gist, dort kann ich auch was ändern. GitHub.com. Test me. Hallo. Das kann ich dann editieren. Gut, das sollte funktionieren. Ich habe hier jetzt das hier. Ich hoffe, der Hash beschreibt nicht den Inhalt. Aber das werde ich jetzt mal sehen. Run WGET. Jetzt hole ich mir dieses File. Sollte Test Me heißen. Und jetzt kann ich das auch ausgeben. Run cat Test Me. Und da kann ich wieder das Image bauen. Hier habe ich es runtergeladen. Und jetzt kann ich es auch laufen lassen. Mit Run. Das muss jetzt nicht interaktiv sein. Und jetzt sollte ich irgendwo ein Hallo sehen. Ich nehme ganz kurz das hier raus. Das nicht funktioniert. Doch, hier hat es funktioniert. Hallo, das ist jetzt beim Bauen passiert. Jetzt habe ich es gefunden. Wenn ich das nochmal starte, werde ich das jetzt nicht mehr sehen, weil es eben die gecachte Version genommen hat. Wobei jetzt muss ich es nochmals bauen, weil ich dieses ls-la rausgenommen habe. Und weil ich eben das hier geändert habe, wird auch das nochmals neu ausgeführt. Das heißt, jetzt sehe ich das Hallo wieder. Wenn ich hier das ausführe, dann sehe ich hier Hallo. Beim nächsten Ausführen wird es nicht mehr ausgeführt. Respektive er nimmt es aus dem Cache. Und ich kann jetzt auch hier das File entsprechend abändern. Edit. Hallo 2. Update. Raw. Ich hoffe, das ist immer noch die gleiche. 32.8e.
Okay. Gut, hier ändert die URL, das heißt, das wird jetzt in diesem Beispiel nicht funktionieren, aber die Idee sollte eigentlich klar sein. Wenn ich mir etwas vom Netz herunterlade, ein Paket oder so, ein apt-get-install mache oder ein apk-add mache, das wird gecached und wenn ich nichts sonst ändere, das heißt, wenn sich hier in diesem File nicht ändert, wird dann alles aus dem Cache genommen, das heißt, es wird auch nichts heruntergeladen, es wird alles, es wird die gecachte Version genommen, das wird dann ebenfalls nicht ausgeführt, respektive wenn wir das File dann hier irgendwo ausgeben, dann kommt immer wieder das gleiche Resultat, weil ihr eben den gecachten Inhalt nimmt. Und das ist noch wichtig, hat Performance-Vorteile, wenn man so cachen kann, hat dann aber auch eben Nachteile, wenn man sich nicht dem bewusst ist und man fragt jetzt, wieso funktioniert das nicht? Ich habe es ja geändert. Das sind so da die Pitfalls. Genau, das als Beispiel. Schauen wir uns nun im Detail das Overlay FS an. Und zwar das Overlay FS, wie es funktioniert, was es ist. Gutes Beispiel hier beschrieben. Da schauen wir nur ein ganz kleines Beispiel an. Das ist eben das Beispiel, wo man diese Files miteinander verknüpfen kann. Das heißt, man hat dann ein paar Verzeichnisse. Man hat ein Lower, Upper Worktier und ein Overlay Directory. Das heißt, wenn man so ein Verzeichnis erstellt, ein Overlay mit einem mounted mit einem Filesystem Typ Overlay, dann kann man dann über TMP Overlay kann man dann auf die Daten zugreifen. Und wenn wir jeweils Änderungen hier machen, werden sie hier sichtbar. Man kann dann auch Daten löschen. Das zeige ich jetzt gerade kurz, wie das funktioniert. Das sind eben diese Grundlagen von diesen Isolationsmechanismen, wie sie auch bei Docker verwendet werden. Also ich erstelle jetzt nun die Files, also die Verzeichnisse. Lower, Worktier und Overlay. So, jetzt habe ich das Kommando auch richtig eingegeben und nun können wir ins Overlay gehen und hier sehen wir, das Verzeichnis ist leer. Wir können nun ins Lower gehen, Touch Test. Wir können wieder ins Overlay gehen. Und wir sehen, Test ist hier, ist leer. Wir können hier was ändern. Test 1. Wir sehen, es hat was drin. Größe 6. Wir können nun ins Lower wieder gehen, schauen, was hat es hier drin. Hier sehen wir immer noch leer, weil die Änderungen jetzt nicht ins Lower geschrieben worden sind, sondern ins Upper. Das heißt, die Änderungen werden alle dorthin gespeichert und das ist das, was dann der neue Layer ist. Wir können die Files dann auch wieder löschen. Also wenn ich jetzt ins Overlay gehe, RM Test, dann ist es hier weg. Im Lower wird es dann immer noch vorhanden sein und es wird einfach als gelöscht markiert im Upper. Hier als Character-Device. Und so funktioniert auch Docker. Das heißt, so werden die Layers aufgebaut. Man hat eben, wie gesagt, in diesem Tar-File die einzelnen Layers. Das wird dann zu einem Overlay hinzugefügt. Man kann dann Daten wieder löschen in einem Layer. Und also das wird dann das gelöscht markiert. Und wenn man darauf zugreift, sieht man einfach nur dieses, in diesem Fall das Temp-Overlay. Und damit kann man dann arbeiten. Die Daten hier in diesem Lower, die sind dann read-only.
Wenn man etwas ändern möchte oder etwas löschen möchte, dann wird es dann in diesem Upper festgehalten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man mehrere von diesen Lower Directories hat. Das heißt, dort kann man eben diese Layers haben und dann das, was geändert wird, hat man dann in diesem Upper-Verzeichnis. Und hier ein Beispiel, wie man jetzt mit mehreren Lower Directories arbeiten kann. Was Docker ebenfalls verwendet, sind sogenannte Control Groups, C-Groups. Damit kann man Limiten setzen, man kann Prozesse isolieren, man kann Prozesse priorisieren, man kann Memory allozieren. Und das ist ebenfalls C-Groups, das ist ebenfalls ein fester Bestandteil von Linux. Das heißt auch hier, Docker greift eigentlich auf die Mechanismen vom Betriebssystem zu, um diese Prozesse dann zu isolieren. Das können wir uns ebenfalls kurz in einem Beispiel anschauen. Das heißt, ich habe hier alle möglichen C-Groups, welche ich steuern kann, also jetzt für das Filesystem. Hier habe ich Werte oder hier habe ich Optionen für Memory Pressure. Im Beispiel werden wir uns ansehen, was oder wie wir jetzt mit den CPUs umgehen können, also mit diesen CPU Shares. Und da können wir dann auch steuern, dass eben ein Prozess jetzt 80% der CPU hat oder respektive ein Container hat 80% der CPU und der andere Container hat dann nur 20% der CPU. Für das brauchen wir das Tool cgroup Tools und ich schaue, ob ich das installiert habe. CG Create habe ich natürlich nicht installiert. Muss ich ganz kurz noch installieren. So, jetzt habe ich es installiert und dann auch gleich festgestellt, dass die Parameter auch ein bisschen geändert haben. Das heißt, ich habe jetzt libcgroup installiert und ich erstelle oder habe jetzt die CG Groups für den CPU erstellt. Da habe ich jetzt 20% dem blauen gegeben und 80% dem roten. Was ich dann gemacht habe, ich habe in dieser Control Group Bash gestartet. Hier eine Bash Shell und hier eine andere. Das sind diese beiden Bash Shells und da kann ich jetzt meine CPU austesten. Wichtig hier ist, dass ich jeweils den Prozessor 0 auswählen muss, denn wenn ich das nicht mache, dann geht der eine Container auf den ersten Prozessor, der zweite Container geht auf den zweiten Prozessor. Beide sind natürlich dann mit 100% können diesen voll auslasten und dann spielt diese 80-20-Regel keine Rolle mehr. Das heißt, diese Taskset-Anweisung führt dazu, dass dieser Prozess dann immer auf dem Prozessor-Core Nummer 0 ausgeführt wird und dort konkurrieren diese Prozesse um diese CPU. Das heißt, dort wird man eben diese 100% nicht erreichen. Das heißt, der eine erreicht dann 20% und der andere erreicht dann 80%. Das können wir auch austesten. Hier das Beispiel mit dem Taskset. Hier lassen wir beide Prozesse voll auslasten und jetzt können wir schauen, mit Top haben wir diese zwei Prozesse. Und hier sehen wir bereits fast bei 80% und dieser hier ist bei 20%. Das funktioniert ebenfalls bei Docker. Eben das muss man dann nicht mehr von Hand angeben. Das macht dann Docker für einen dieser Konfiguration hier. Gut, jetzt muss ich es noch stoppen. Sonst sind meine Cores ausgelastet und dann stockt das Video. Und genau mit Docker können wir diese CPU Shares so wie folgt angeben: minus minus CPU Shares 2080. Und dann können wir das ebenfalls laufen lassen mit dem gleichen Effekt. Und eben dahinter passiert dann so etwas.
Beim Netzwerk funktioniert das ähnlich. Dort gibt es auch einen Isolationsmechanismus, und zwar die Linux Network Namespaces. Hier kann man die Netzwerke voneinander isolieren. Wir können zum Beispiel ein neues Netzwerk hinzufügen mit IP Network Namespace add Testnet. Das können wir gleich kurz austesten. Sudo ipnet ns add Testnet. Und nun haben wir ein Testnet hinzugefügt mit IP net ns list. Können wir uns anschauen, welche Netzwerke wir erstellt haben. Wir können natürlich noch mehr damit machen. Wir können Links zwischen den einzelnen Netzwerken hin und her erstellen. Da will ich jetzt nicht auf das im Detail eingehen. Da kann man natürlich auch noch damit ein bisschen herumtesten. Und zwar kann man hier im Network Namespace, hier haben wir wieder den Blue und den Red Namespace. Und wir haben hier in diesem Blue und Red Namespace können wir einen Server laufen lassen und mit Hilfe von IP-Tables auf diese IP-Adresse, die wir hier unten definiert haben, können wir dann dementsprechend darauf zugreifen. Das kann man alles abstrahieren, respektive isolieren, und interessant wird es auch. Das nur so am Rande. Network Address Translation, ein großes Problem im Peer-to-Peer-Bereich. Das heißt, wenn man Heimrechner miteinander verknüpfen will, wenn man jetzt einen Knoten zu Hause laufen lässt, mit BitTorrent zum Beispiel, ist das immer wieder ein Thema, dann können sich ja diese Peers nicht direkt kontaktieren. Das heißt, hier haben wir einen Unreachable Peer 1, hier haben wir einen Unreachable Peer 2. Die sind beide hinter einer NAT Network Address Translation. Das heißt, sie können sich nicht direkt kontaktieren. Und es gibt Wege und Mechanismen, wie das eben funktioniert mit einer NAT und also mit einem Mapping auf dieser NAT. Und es gibt auch Möglichkeiten dann, das sind sicher nicht prüfungsrelevant, das nur am Rande. Es gibt dann die Möglichkeit, wie man dann in so eine NAT ein Hole punchen kann, ein Loch punchen kann, indem sich dann eben diese beiden Unreachable Peers doch noch kontaktieren können. Das heißt, man muss auch wissen im Vornherein, wie die Port Mappings sind, und dieser Unreachable Peer kann dann eine Nachricht hier hinschicken mit einem Port Mapping, das er im Vornherein weiß. Er schickt eine Nachricht, diese wird dann hier blockiert, aber hier wird dann ein Loch quasi aufgemacht, und das heißt, dieser Unreachable Peer 2 kann dann zur gleichen Zeit eine Nachricht schicken zu diesem Unreachable Peer über diese NAT. Weil es da hier bereits eine Kommunikation gegeben hat, wird das dann erfolgreich sein und die Nachricht wird ankommen. Das ist eben ein Problem im Peer-to-Peer-Bereich. Damit habe ich mich auch intensiv beschäftigt, und was ich früher gemacht habe, ist, ich habe so ein Setup gehabt mit ganz vielen Rechnern. Hier hatte ich die Network Address Translation, das war dieser Rechner hier. Hier hatte ich die Peers, die Relays, ein paar Routers. So hatte ich mein Testnetzwerk aufgebaut. Das kann man natürlich vereinfachen, und zwar eben mit diesen Linux Network Namespaces. Dort kann man sich so ein Netzwerk auch zusammenbauen. Hier sind die Kommandos, die ich dazu verwendet habe. Und dann hat man eben diese beiden Unreachable Peers, und man kann dort mit Hole Punching kann man experimentieren und schauen, wie gut das funktioniert oder wie gut eben das nicht funktioniert. Das nur so am Rande. Docker verwendet eben diese Linux Network Namespace ebenfalls, um diese Netzwerke voneinander zu trennen. Das heißt, wenn jetzt ein Docker-Container separat von einem anderen Docker-Container läuft, können sich diese beiden Docker-Container miteinander nicht unterhalten. Wir werden dann natürlich in Docker Compose schauen, wie es dann eben doch noch funktioniert, wie man eben auch Netzwerke erstellen kann, wo sich dann beide Docker-Containers, die in einem die zusammen, zum Beispiel eine Datenbank oder ein Backend, die es zusammen braucht, wie die zusammen kommunizieren können. Schauen wir uns nun Docker Compose an, wie man damit mehrere Docker-Dienste orchestrieren kann.
Bevor wir aber damit starten, gehen wir nochmals kurz zu unserem Dockerfile. Das habe ich mittlerweile ein bisschen angepasst. Und zwar sieht das wie folgt aus. Wir verwenden hier das Beispiel server.go. Server.go macht einen Server auf, hört auf den Port 8081 und gibt dann die Nachricht wieder zurück. Das heißt, wir werden dann sicher noch einen Client brauchen. Was wir hier in diesem Dockerfile machen, ist, wir kopieren nun das Verzeichnis hier in unser Image rein. Das wird eben einen neuen Layer mit sich ziehen. Dann kompilieren wir das Ganze. Es wird ein Binary-File erstellt namens Server und dann führen wir hier dieses File aus. Das habe ich bereits gemacht, also Docker Build Test, Docker Run und hier sehen wir Launching Server. Das Problem ist nun, wir haben ja uns mit Docker, mit diesen Layers beschäftigt und wir hatten ja eine Größe, wenn wir Alpine verwendet haben, eine Größe von ungefähr 6 Megabyte. Wenn wir das uns nochmals anschauen, wie groß das die Files jetzt sind, da gehe ich nochmals kurz rein. Ich speichere das nochmals kurz und hier sehen wir die Operation, die geht schon ein bisschen länger. Und jetzt ist sie fertig und mit dem Resultat, wir haben jetzt unser Image, das ist 333 Megabyte groß. Das ist ein bisschen gewachsen. Wir können das uns auch ansehen, was da drin ist. Da wird es jetzt ganz viele Layers drin haben. Und zwar ist da die ganze die Entwicklungstools sind drin, unsere kompilierte Artefakte, der Source Code ist drin, also alles drin, mit dem wir gearbeitet haben. Und das ist natürlich nicht optimal. Man sieht schon auf diesem langsamen Rechner, wenn ich da zugreifen möchte, es geht eine Weile. Das heißt, wir möchten eigentlich diese Images so klein wie möglich halten, damit sie auch performant sind. Und dazu auch in den News habe ich kurz dieses die Multistage-Builds angesprochen, respektive in den News habe ich über diese Best Practices berichtet, also Multistage-Builds kurz zuerst vorweg, was wir jetzt machen können, um dieses Image zu verkleinern. Das schließen wir mal. Hier können wir nun einen weiteren Stage einbauen. Das heißt, ich kann hier angeben as Builder. Und hier starte ich neu from Alpine. Und da starte ich mit einer neuen frischen Umgebung. Das heißt, hier werden dann die Daten, die hier erzeugt worden sind oder die hier gebraucht worden sind, sind hier unten dann nicht mehr vorhanden. Das heißt, hier muss ich sicher noch das Binary drüber kopieren. Also ich sage noch, dass ich das Worked hier, das kann ich jetzt App nennen oder auch Bild oder auch Root. Ich nenne es jetzt mal App und hier kann ich dann sagen, kopiere mir das Binary from Builder und zwar habe ich das im Verzeichnis Build Server, kopiere das hier hin und dann führe ich hier unten das hier aus. Und durch diese Änderung, wenn ich das jetzt nochmals baue, Server habe ich falsch geschrieben. Wenn ich das nochmals baue und mir anschaue, wie groß das es jetzt nun geworden ist. Das ist das 300 MB-File. Wenn ich jetzt nochmals schaue, was jetzt dieses Multistage-Bild und hier sehen wir schon, da sind wir bei 8 MB. Das ist jetzt ein bisschen gewachsen, eben von diesen 6 MB ist es gewachsen, weil ich jetzt nun ein Binary drin habe. Das sollte so um die 2 MB sein. Das würde die Differenz erklären.
Das ist 2,6 Megabyte. Das ist unser Binary, das wir mit Go erzeugt haben. Und das stimmt soweit. Das heißt, mit Multistage-Build kann man die Builds klein halten. Das heißt, das empfehle ich immer zu machen. Und wie gesagt, in den News gehen wir nochmals die Best Practices durch, weil die sind auch relativ wichtig, damit Docker auch performant bleibt. Das habe ich letzte Woche gezeigt. Und zwar in den News. Das ist das hier. Ganz wichtig ist natürlich das Base Image. Wir oder ich verwende sehr gerne Alpine, weil die sehr klein sind und auch auf Security fokussiert sind. Man kann aber auch Ubuntu wählen. Hier sieht man die Ubuntu-Versionen, wie groß das sie sind. Eben mit Alpine ist man bei 6 MB, bei Ubuntu ist man bei 80 MB. Hier schlägt er auch vor Alpine. Es gibt andere Varianten. Wenn man natürlich ganz schlank sein möchte, dann gibt es die Variante Distroless. Das ist Distroless. Distroless. Das sind Containers, die haben praktisch nichts drin, außer die libc-Version. Das heißt, man muss, wenn man etwas kompiliert, alles statisch kompilieren. Und die sind dann entsprechend auch sehr klein. Hier gibt es für Java gibt es ein Distroless, für Node gibt es ein Distroless und es gibt ein Base Distroless. Also für Go könnte man zum Beispiel hier dieses Base verwenden und da hat es dann praktisch nichts drin. Es hat dann Zertifikate drin, die libc-Version und sonst eigentlich nicht viel. Eben diese Sachen hat es drin und da sind wir dann ungefähr bei einem oder 2 MB. Auch ganz wichtig, Docker Ignore habe ich jetzt bei mir nicht drin, aber mit einem Docker Ignore kann man dann verhindern, dass dann plötzlich Files im Container landen. Wenn man zum Beispiel ein Copy, alles was in diesem Verzeichnis ist, ins Image und man hat einen Node Modules drin, dann kann man das mit Docker Ignore kann man das ignorieren. Und was auch ganz wichtig ist, zumindest bei den früheren Versionen, wenn man jetzt ein spezifisches Directory, auch wenn es kein Node-Modules beinhaltet hat, wenn es irgendwo ein Node-Modules im Verzeichnis drin gehabt hat, dann hat er es trotzdem ist er trotzdem durchgegangen durch dieses Directory und dann war der Build-Prozess entsprechend länger. Es hat dann die Files zwar nicht hochkopiert, aber um das Image zu erzeugen, hat es relativ lange gedauert. Deswegen immer ein Docker Ignore ins Verzeichnis. Das könnte ich jetzt eigentlich auch gerade machen bei mir. File Docker Ignore und hier sicher habe ich jetzt zwar nicht drin, aber ein Docker Ignore Node Modules. Was ich auch gezeigt habe, bei Docker ist dann jede Zeile ist ein Layer und was man dann auch machen kann, ist, wenn man Kommandos zum Beispiel aneinander fügt, jetzt zum Beispiel ein apt-update, apt-upgrade, könnte man zum Beispiel als ein Kommando verwenden. Ich glaube, das Beispiel haben Sie hier auch verwendet. Und zwar genau das hier, das ist jetzt ein Kommando, apt-get update und apt-get install. Man könnte es separat machen, da gibt es zwei Layers, man kann es jetzt als ein File, als eine Zeile hinschreiben, als ein Kommando und da gibt es einen Layer. Wichtig hier auch, das habe ich bei mir noch drin, no cache. Wenn man etwas hinzufügen möchte, diese Zertifikate braucht es jetzt da nicht, die sind schon drin, aber wenn man etwas hinzufügen möchte, dann unbedingt mit No Cache, weil APK lädt dann noch der Package Index runter, cached ihn und wenn man jetzt ein No Cache drin hat, dann wird das eben nicht gemacht, landet dann ebenfalls nicht in diesem Image drin und das Image ist dementsprechend auch kleiner.
Genau, das sind so die wichtigsten Key Takeaways, wie man ein Image klein behalten kann. Das Wichtigste sicher Docker Ignore, das richtige Base Image wählen und Multistage Builds. Das ist das Wichtigste. Wichtig auch, Docker cached die ganzen Layers. Das heißt, wenn man dann irgendwo hier ein APK-Add macht und man hat eine gecachte Version, dann macht ihr das Kommando, führt es gar nicht aus, sondern er nimmt dann die gecachte Version. Und wenn man ein zum Beispiel ein APK Update OpenSSL hat, weil OpenSSL eine Sicherheitslücke hatte, zum Beispiel, und man will es updaten, dann muss man das Image oder diesen Container dann oder diese Base-Images, die muss man dann von Hand löschen, damit diese dann eben neu erstellt werden und nicht mehr aus dem Cache genommen wird. Gut, also hier ist unser Dockerfile. Wir haben, wie gesagt, ein Multistage-Bild. Unsere Image sind wieder angenehm klein, 8 Megabyte. Das läuft auch dann auf meinem Rechner. Und das können wir nun in einem Docker-Compose-File können wir diesen Service angeben. Docker-Compose, damit kann man Services definieren. Hier haben wir den Service, der zum Beispiel ein Image nimmt, ein Postgres, eine Datenbank. Das Image, das holt er sich dann von Docker Hub. Das haben wir uns in der Vorlesung ebenfalls angeschaut. Lässt es gerade laufen, starten auf diesem Port. Hier exposen wir den Port. Wir geben noch ein Volume an, weil eben, wenn man die Instanz neu startet, sind die Daten weg. Wenn man ein Volume angibt, dann werden die Daten dann in diesem Volume persistiert. Wenn man das zweite Mal dann hochfährt, dann sind die Daten noch vorhanden. Hier machen wir es ein bisschen anders. Hier bauen wir zuerst unser Image und zwar machen wir das im Verzeichnis, also dort, wo man das aufruft. Das heißt, dort brauchen wir das Docker-File, das werden wir dann haben. Wir werden dieses verwenden und dieser Service wird dann den Port 8081 nach Port 8080 exposen. Und hier anstatt der Datenbank werden wir einen Client laufen lassen. Das habe ich nun auch schon vorbereitet. Ich werde dann das Beispiel auf dieser Slide dann auch updaten. Und zwar sieht es wie folgt aus. Hier haben wir unser Docker Compose File und da haben wir jetzt zwei Dienste spezifiziert. Und zwar haben wir den Server hier. Hier exposen wir den Port. Wenn wir das nur intern brauchen, dann müssen wir das nicht exportieren. Das ist nur, wenn man von extern darauf zugreifen möchte. Da das nicht der Fall ist, können wir das gleich so gut wieder hier wegnehmen. Und das heißt, hier haben wir jetzt unseren Server. Er baut aus dem Docker-File, baut er sich den Dienst und den lässt er dann auch laufen. Das heißt, hier starten wir Server defaultmäßig 8081. Und bei den Docker-Diensten intern, Docker hat dann auch eine DNS-Auflösung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel intern in einem Netzwerk mit dem Server-Dienst kommunizieren möchte, kann ich das einfach, indem ich hier dann diesen Namen angebe hier. Also den kann man dann auch noch anpassen, wenn man möchte. Aber defaultmäßig wird der Name hier verwendet. Ich kann jetzt auch hier Server 1 verwenden. Dann muss ich das hier auf Server 1 wechseln. Das heißt, damit kann ich dann diesen Dienst adressieren. Und was wir hier machen, ist, wir schreiben Hallo an diesen Server und geben das aus. Hier noch speziell ist, diese beiden Dienste starten gleichzeitig. Und wenn jetzt dieses Kommando vor dem Serverstart ausgeführt wird, dann kommt natürlich nichts an. Deswegen hier noch das Sleep 5. Es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man einen Health-Check einbaut, sodass man beim Server sicher gehen kann, erst wenn dieser Server oben ist, wenn der Port offen ist, wird dann dieser Client ausgeführt. Es gibt Utilities, zum Beispiel Wait for Ports, wo man dann auch manuell halt mal warten kann, bis der Port dann oben ist.
Ich mache es hier quick and dirty, das heißt, ich mache einfach Sleep 3 Sekunden, das sollte eigentlich ausreichen. Und dann werde ich das Kommando hier oder diesen String absetzen zu diesem Server und dann bekomme ich dann die Antwort zurück. Das Ganze starte ich mit Docker Compose ab. Wenn nichts angegeben wird, nimmt er hier dieses Docker Compose YAML, eben das hier, startet mir hier diese zwei Dienste und dann sollte ich Launching Server, das sieht schon mal gut aus und da sehe ich Message received Hallo. Nach ungefähr 3 Sekunden wird dann zurückgeschrieben Groß Hallo. Und dann ist eigentlich der Client, kann sich dementsprechend auch beenden, da er seine Aufgabe erfüllt hat und Server läuft dann noch weiter. Das sind jetzt zwei Dienste, wie sie untereinander kommunizieren können. Wie gesagt, Docker intern verwendet eine DNS-Auflösung. Man kann auch spezifische Netzwerke erstellen. Docker Compose bietet auch die Möglichkeit an, diverse Netzwerke, wenn man jetzt mehrere Services hat und ein paar Services dürfen nur mit anderen und dies wiederum nicht mit denen, da kann man ganz komplexe Netzwerkregeln, respektive Netzwerke dort spezifizieren und dann die Services in gewissen Netzwerken dann kommunizieren lassen. So, das sind nun die Beispiele. Diese Beispiele findet ihr ebenfalls in meinem GitHub Repository. Dort könnt ihr dann damit herumspielen, das ein bisschen austesten.